Hi Freunde, willkommen retour. Heute ist ein, ich glaube, ganz interessanter Part. Wir haben heute mal den Transferschluss, das ist mal ganz wichtig. Wir sind jetzt schon am 31. August, also letzter Tag des Transferfensters, und wir haben dann das Duell mit dem HSV. Zum Transferfenster selbst, wir haben jetzt eigentlich keine finanziellen Möglichkeiten mehr, quasi kann man sagen. Das heißt, sollte Staude uns nicht verlassen, das ist der einzige, den wir jetzt wirklich so auf der Transferliste haben, dann wird sich jetzt transfermäßig bei uns nichts mehr tun. Schauen wir einfach mal gleich rein. Kader ist ja soweit fertig. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist diese Baller- oder die defensive Mittelfeldspielerrolle. Wir haben da momentan den Wein drin, weil Masson verletzt ist. Der fällt noch bis zu 2 Monate aus. Und ja, dann wird es relativ dünn. Das heißt, wir haben einen Dressel, der durchaus zumindest defensiv solide sein kann mit diesen Werten. Aber wir haben keinen so richtigen Aufräumer vor der Abwehr. Und das ist etwas, was mich natürlich sehr, sehr stört. Jetzt haben wir den Mitrovic schon zweimal eingewechselt in der. Jetzt habe ich wieder die New Gen Faces. Die muss ich nämlich jedes Mal neu laden, wenn ich einen anderen Save spiele und aufnehme. Und das vergesse ich halt oft. So. Das heißt, bei Mitrovic, den haben wir jetzt schon versucht, ein bisschen ranzubringen. Den haben wir schon zweimal jetzt in der Bundesliga spielen lassen. Da ist es halt nur die Frage, wie gehen wir in Zukunft damit um? Ich meine, er hat jetzt noch nicht die Bundesliga-Qualität, aber ich glaube, diese Spielzeit, die könnte ihm schon ganz gut tun. Falls da noch ein Leihangebot kommen sollte, wäre ich aber auch nicht abgeneigt. Ja, hätten wir Geld, dann würde ich hier auf der Position noch jemanden holen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Masson jetzt auch nicht der klassische defensive Achter oder quasi Sechser ist. Aber da sind uns jetzt so ein bisschen die Hände gebunden. Aber das war mir schon klar, dass wir nicht alle Positionen schließen können. Alle Lücken schließen können, sagen wir so. Das heißt, da müssen wir uns was überlegen. Sollte Staude noch gehen, wird noch ein bisschen finanzieller Spielraum entstehen. Aber das Problem ist eben, da kommen ja auch keine Angebote rein. Wir haben ihn für 5 Millionen auf der Transferliste jetzt im Moment. Und sollte das Transferfenster schließen, werde ich ihn auch wieder von der Liste nehmen. Die andere Variante wäre, dass man vielleicht einen Innenverteidiger, der auch ganz gutes Passspiel hat, so wie er hier Queros, eher nach vorziehen, dass der halt so quasi diese Rolle übernimmt. Weil der halt auch technisch stark genug ist, um auf der 6 oder 8 zu spielen. Das wäre eben die andere Variante. Das müssen wir uns dann noch überlegen, aber ich würde sagen, wir starten jetzt in den letzten Transfertag. Ich habe jetzt 2 Tage übersprungen und habe versucht, nochmal alle anzubieten, die wir so auf der Transferliste haben. Aber es hat nicht wirklich geklappt. Wir haben 200.000 theoretisch Budget. Den Traoré, den haben wir momentan zum Probetraining. Das ist einer, der aber auch nicht so super defensiv ist mit den Fähigkeiten Tackling 9, Deckung 8. Das heißt, auch der wird jetzt nicht unbedingt perfekt diese Lücke schließen können. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, ob da noch ein Angebot kommt. Wenn kein Angebot für Staude mehr kommt, dann wird das ein sehr, sehr ruhiger letzter Transfertag. Wahrscheinlich ist er jetzt schon vorbei mit einem Klick. Na, schauen wir mal. Werder gibt ein Angebot für Mitrovic ab. Ullmann wechselt, ablösefrei. Das heißt, da werden, 19.000 Gehalt frei. Keine Angebote für Staude. Was vor allem anscheinend am Gehalt liegen dürfte. Und die bieten für Mitrovic 450.000, ist natürlich absolut uninteressant. Ganz klar. So. Also ich glaube, das wird ein sehr, sehr ruhiger letzter Transfertag. Aber hätte ich auch nichts dagegen. Was wir so mitbekommen haben, ich meine, der Kader dürfte ganz gut aussehen. Wir haben die ersten beiden Bundesliga-Partien gewonnen, womit ich niemand nimmer gerechnet hätte. Deswegen, ja, aber das ist halt genau das, wenn du so ein kleiner Club bist dann in der Bundesliga, klein im Sinne von finanziellen Möglichkeiten, dann schaffst du es halt nicht, jede Position optimal zu besetzen. Wenn da gerade wenn dann so eine lange Verletzung wie bei Masson dazukommt, ist es halt schon kritisch. Na, scheint wirklich ruhig zu sein. Wir sind halt auch ein bisschen auf solche Transfers angewiesen, auf solche Abgänge, weil neben dem TV-Geld kommt nicht viel Geld rein, also die Sponsorenverträge sind bei uns jetzt nicht übermäßig groß und natürlich auch die Zuschauereinnahmen, weil das Stadion noch zu klein ist. Das heißt, es wird dauern, bis wir ein neues Stadion kriegen. Wir haben jetzt noch 45 Minuten, bis das Transferfenster schließt.
Das heißt, wir werden, so wie es aussieht, dabei bleiben, dass sich hier nichts mehr tut. Und dann wird eben dadurch halt einfach auch ein Mitrovic profitieren, was eh okay ist. Dann kann man den 17-Jährigen halt öfter mal spielen lassen. Das sind dann genauso diese Geschichten, die du dann halt immer in der Zeitung liest. Gut, Transferfrist endet. Das heißt, das war's soweit. Muss ich nur kurz nachschauen, kann man in der Bundesliga immer ablösefrei registrieren? Ablösefreie Spieler können jederzeit registriert werden, okay. Hätte man natürlich jetzt auch früher schauen können, aber eventuell, vielleicht finden wir da jetzt noch jemanden. Rolle, Ball erobernd. Irgendeiner, der eventuell einfach günstig wäre. Die Weltreputation sollte man halt schon reinpacken wahrscheinlich. Ja, da haben wir zumindest mal ein paar Spieler dabei. Jan Hochscheid, 35 mittlerweile. So, wenn haben wir hier Boulevardi, Danilo Boulevardi, kann man mal einladen. Dürfte aber nicht stark genug sein. Wen haben wir hier? Rémy Bossière, 25-jähriger Franzose. Hauptsächlich in der Ligue 2 gespielt, so wie es aussieht, und in der dritten französischen Liga. Hat aber eigentlich ganz gute Ansätze. Als Notnagel könnte man den durchaus verpflichten. Wen haben wir hier? Einen der Innenverteidiger spielen kann. Sehr gute mentale Fähigkeiten, körperlich auch ganz gut, technisch. Naja. Der Mancy, 27 Jahre alt, kommt aus der Jugend ist von PSG. Sehen wir auch, dass der mental richtig gut ist, technisch sehr schwach. Und Suic, 26-jähriger Bosnier. Ja, kann man auch mal einladen. Aber wie gesagt, also bevor wir da jetzt niemanden finden, der wirklich brauchbar ist, werden wir dann eher auf Mitrovic setzen. Und Daniel Wein haben wir ja sowieso noch. Kann halt nur sein, dass der dann irgendwann mal überspielt ist. Gerade wenn englische Wochen kommen, könnte es halt kritisch werden. Jetzt im Moment ist noch nicht so tragisch. So, die kommen jetzt mal her. Der ist im Moment noch nicht registriert, was aber klar ist, weil er noch zu jung ist auch. Den kann ich gar nicht registrieren. Gut, 20 Millionen am Konto, das ist an sich natürlich ganz gut, aber im Vergleich zu den anderen Bundesligisten wahrscheinlich noch ausbaufähig. Gut, jetzt haben wir also die Partie gegen den HSV. Die sind leichter Favorit gegen uns. Für die U19 können wir die alle hier natürlich verfügbar machen fürs nächste Spiel. So, jetzt schauen wir mal kurz, wie war es denn beim HSV die letzten Jahre? Ja, aufgestiegen und dann 16. Das heißt, ja, sie haben sich schon irgendwie nicht so richtig etablieren können. Das ist schon ein bisschen ein Problem. Hiller ist zufrieden, dass ich versucht habe, das Mittelfeld zu verstärken. Das habe ich ihm anscheinend versprochen bei der Verpflichtung. An das kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber schön, dass es geklappt hat. Mitrovic entwickelt sich gut, trainiert fleißig. Schauen wir mal kurz. Dem haben wir gesagt, er soll Ball erobernd trainieren, das passt. Ja. Schnelligkeit, an der sollte er arbeiten, das passt auch. Gut so. Heute 15 Uhr auswärts in Hamburg gegen unseren Ex-Club. Dante Rigo unzufrieden, wenngleich er die Versuche registriert hat. Gibt es derzeit einfach keine Interessenten. Ja, dann lasse ich ihn gehen, ganz ehrlich. Wenn er damit nicht zufrieden ist, dann ist das kein Problem. Ich setze ihn auch auf die Transferliste. Wird wahrscheinlich jetzt, ich meine, jetzt kann sich sowieso nicht mehr irgendwas tun, außer Fürth ist an ihm dran und Rigo kann dort aber eh nicht hinwechseln. 1 Million ist natürlich zu wenig, dann wird er sich wahrscheinlich wieder aufregen. So, gut, Senkbeil rückt wieder zurück in die Mannschaft. Das ist natürlich schon mal ganz wichtig. Ich nehme ihn für Borges mit, weil Senkbeil kann ja sowieso auch rechts außen helfen. Querosch geht auf die Bank. Wein, Dressel, Bamba, Mats und Sané. Und ich nehme wieder Thialand vorne. Da werden wir öfter noch rotieren, bis sich das wirklich dann so ergibt. Staude nehme ich jetzt von der Transferliste. Oder ich lasse ihn auf der Transferliste ohne Ablöseforderung. Aber ich stelle jetzt zumindest Rotationsspieler ein bei ihm.
und nicht mehr nicht benötigt. So, also die sind zum Teil da schon sehr unzufrieden. Natürlich nicht optimal, aber was soll's. Raum steigt in 4 Tagen wieder ins Training ein. Wir haben jetzt danach sowieso Länderspielpause, also das ist nicht so schlecht. Mitrovic, Rigo, Staude, das passt auch. Ja. Legen wir los. Also 2 kleine Veränderungen im Vergleich zum letzten Spiel. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Glaube ich, den Sound wieder anmachen. Nämlich privat wieder weitergespielt. Bei meinem Save mit Austria Klagenfurt, die sie ja in Österreich geschafft haben, jetzt wirklich aufzusteigen in der Relegation. Ja, ich hänge mit denen im 4. Jahr jetzt noch immer in der 2. Liga rum. Und ist aber ein schöner Langzeit-Save von mir jetzt so privat. Den werde ich euch sicher irgendwann mal zeigen. Dreißel, super passt, Jolla und schade. Yes, Killer in einem Tor. Ist ja nicht der, oder? Weil der Jeskeleiner, der müsste schon, boah, wie alt muss der sein? Mitte 40? Muss ich gleich schauen. 25-Jähriger Will Jeskeleiner. Bolton, der könnte verwandt sein mit ihm. Bolton. Wo waren der alte Jeskeleiner überall? Jetzt muss ich kurz mal googeln. So, Matson, Dressel und Sané. Super Parade. Jussi Jeskeleinen. Kinder. Ja, das ist tatsächlich sein Sohn. Ist ja cool, dass der auch Torhüter ist. Boah, der war... Da hat er gerade ein bisschen gepatzt. War nicht sicher. Hart hat's mit dem Foul. Aber nichts Tragisches. So, jetzt könnte schon drauf gehen, Matson. Ludewig klärt, aber wir bleiben. Aber wir laufen den Ball wieder hinten nach und also schon langsam drückt der HSV und ja. Man sieht aber, dass wir 2 Schüsse aufs Tor gebracht haben. Expected Goals Wert ist eigentlich besser bei uns und wir haben 70% Ballbesitz. Bayern gerade gegen Dortmund, 1-0 für die Bayern durch Musiala. So, Senkball. HSV geht früh drauf. Hier sind dann aber ordentliche Lücken, weshalb wir uns leicht befreien können. Bamba, super Antritt, Bamba. Ja, und dann der Abschluss, der leider geblockt wird, gibt den Einwurf. Sané, Matson und Bamba, der war nicht schlecht, guter Versuch, den Ball Richtung langes Eck zu köpfen. Hat nur leider nicht gereicht. Gut aufgepasst vom Senkball. Bisher schaffen sie es ganz gut, sich da hinten spielerisch zu befreien, auch wenn der HSV immer wieder früh drauf geht. Schön gelöst. Oh, das sind schöne Kombinationen, bis Matson den Ball dann vergeigt. Dressel, komm schon. Kriegen den Ball nicht weg. Ich finde trotzdem, dass der HSV gefährlicher ist als wir, auch wenn wir so viel Ballbesitz haben und mehr Schüsse aufs Tor gekriegt haben. Also gebracht haben, ist die richtige Formulierung. Goretzka 2-0. Abraham mit dem 1-0 für Leverkusen. Finde ich auch ganz cool, dass der dort ist. Ja, Matson halt nicht wirklich gut. Da könnte man dann Staude bringen. Super Tackling von Bamba Tjallands. Guter Antritt. Ist halt ziemlich alleine. Und der Abschluss äußerst handelt. Ich habe immer das Gefühl, dass wir in diesen Situationen zu weit vom Gegner wegstehen. Dabei haben wir sogar das enger Decken an. Sehr gut gemacht, Sané. Matson und Jaland gehen nach vor und der Schuss war abgeblockt. Gibt die Ecke.
Damit die Chance für Daniel Wein, den Ball gut reinzubringen. Wir bleiben im Ballbesitz, Sané. Und, okay, war scheinbar kein Foul. Gut aufgepasst von Lavallee. War das schon wieder ein schlechter Pass von Mattsson? Ich glaube fast, den werde ich jetzt rausnehmen. Nicht das beste Spiel von ihm. Aber da sind wir noch nicht so kritisch. Da braucht natürlich ein bisschen Eingewöhnungszeit jetzt am Anfang. Fjaaland bei Kopf mit dem Versuch. Gut, das heißt, ich sag mal, wir machen das gar nicht schlecht. Ich bringe trotzdem jetzt den Staude auf die 10. Einen schwachen Magnus Mattsson. Hat jetzt mit dem Foul. Wieder mal ein Foul von ihm. Zum Glück noch keine gelbe. Man muss schon sagen, der HSV spielt das nicht so schlecht. Also, boah, gute Parade von Hoffmann. Also wir haben wirklich Glück, dass wir noch nicht im Rückstand sind. Ich werde das Ganze jetzt mal auf kontrolliert ändern, damit wir in die Offensive ein bisschen mehr tun. So, Wein mit dem Freistoß. Und Hartherz hat ihn. Ludewig, ja, nicht gut gemacht. Aber sehr ruhig von Hartherz. Hoffmann auf Wein. Wein schön links raus. Ja, das ist natürlich zu wenig. So, vielleicht jetzt die Chance. Staude mit dem Konter. Fjaaland ist vorne, Bamba und Wein sind auf rechts. Staude. Ja. Also jetzt tue ich mal das geduldige Spielen rein. Ein bisschen geht es mir auf die Nerven, dass die viel zu schnell abziehen. Also sie versuchen gar nicht in bessere Situationen zu kommen. Wobei ich auch sagen muss, mit dem 0:0 wäre ich natürlich auch sehr zufrieden auswärts gegen den HSV. Also als Aufsteiger könnte man da denke ich zufrieden sein. Auch wenn es eigentlich so ein Spiel ist, das man auch durchaus gewinnen könnte. Weil der HSV doch auch ein Abstiegskandidat ist im Moment noch. Bamba, Fjaaland und der ist drin und zählt. Zweites Saisontor, wir gehen in der 64. Minute mit 1:0 in Führung. Schöner Assist und Fjaaland mit seinem zweiten Treffer im zweiten Spiel, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere, dann hat gegen Leipzig Mané gespielt. Ja, sehr, sehr schön, wie er da reinspitzelt. Und damit gehen wir auswärts gegen den HSV in Führung. Und da ist der Ausgleich verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Schauen wir nicht gut aus, weil wir wieder zu weit weg vom Gegner stehen, von meinem Geschmack. Das war jetzt natürlich bitter, dass das so schnell ging. Also wir sehen hier, da hat eigentlich jeder seinen Mann. Ludewig kommt nicht in den Zweikampf, dann ist Staude ein bisschen weg von Onana gegangen, der hat dadurch Zeit. Und dann sehen wir hier eigentlich eine Überzahlsituation im Zentrum. Nur, dass Lavallee seinen Mann verliert. Also, der geht auf die Kappe von Lavallee meiner Meinung nach, der aber trotzdem eine Note von 7,3 hat. Also, ich glaube, der hat das Tor jetzt nicht gewertet bekommen. So, Hartherz mit der gelben Karte, da werde ich dann jetzt den Sapong bringen. Weil Hartherz fliegt mir sonst noch vom Platz mit seinen vielen Fouls heute. Und Sapong braucht ja die Einsatzzeit. Och, was war denn das? Nicht gut gemacht. Wie schlecht ist denn das verteidigt? Also ganz ehrlich, von allen Beteiligten da hinten richtig schlecht. Also wir sehen hier mal, Sapong kommt nicht in den Zweikampf. Anstatt sich umzudrehen, läuft er komisch so rückwärts, bis er es hier dann checkt, aber da ist Opoku natürlich schon weg. Auch Lavallee genauso. Der muss dann hier diesen Raum, der muss dann eigentlich schon hier stehen. Checkt es zu spät. Und auch der Abschluss geht eigentlich, also da steht Hoffmann meiner Meinung nach auch ein bisschen falsch. Damit jetzt der Rückstand. Richtig bitter.
Ich werde jetzt auf ein 4-2-4-System wechseln, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Das heißt, der Staude kommt auf den Flügel. Und ich bringe den Mané da vorne rein. Tjaaland als Stoßstürmer. Wein muss natürlich auch mitgehen und jetzt müssen wir versuchen, früher drauf zu gehen. Abseitsfalle rein. Grundausrichtung offensiv. Sapong stellen wir auch auf Flügelverteidiger, damit er noch mehr Gas gibt nach vorne. Ja, sehr bitter, aber es hat sich irgendwie angekündigt oder abgezeichnet. Muss man so ehrlich sein. Jetzt haben sie da hier nochmal die Chance. Und was ist denn das für ein Tor? Wieso kriegt den Ludewig nicht weg? 1-3. Also das war jetzt meiner Meinung nach die Entscheidung. Schauen wir mal hier. Ah, Ludewig schießt Nian Su an. Ach, dann haben wir Pech auch noch. Kann ich ihnen nicht mal viel vorwerfen. Also, ja, gut. Ludewig muss die Gegner in dem Fall nicht anschießen. Da ist sogar noch das 1-4. Das zählt nicht. Das dürfte abseits sein. Wahnsinn. So schnell kann es dann gehen. So schnell läuft dann rein. Wechsel haben wir jetzt eh keinen mehr. Nee. Schaut mal, wie weit wir da vom Gegner wegstehen. Sapong hat es dann eh gut hingekriegt, aber hilft nichts, weil sie schon wieder vorne sind. Ja, das war zu wenig heute. Eindeutig. Dressel 6,5, Senkball 6,6. Ja, hoffen wir im 6-0 gegen Wolfsburg. Okay. Ja, wir verlieren verdient. Muss man sagen. Da fehlt dann einfach ein bisschen auch die Kaltschnäuzigkeit und defensiv auf jeden Fall die Ruhe in vielen Situationen. Sehr, sehr bitter. Damit, ja. Sané steht vor Gehaltserhöhung. Und wir haben in 13 Tagen dann das Spiel gegen Stuttgart. Ich schaue gerade, wie viele auf Länderspielreise jetzt eigentlich sind. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht noch ein Freundschaftsspiel unterbringen. Schauen wir mal, wie viele Spieler am Dienstag noch da sind. Ob's, vielleicht ergibt sich das sinnvoll mit einem Testspiel am Wochenende. Wisniewski schließt Sprachkurs ab, auch wichtig natürlich. Die machen ein Angebot für Amadou Dante, den ich ja auch beobachtet habe. Ja, ganz spannender Spieler eigentlich. Den haben sie von den Wertungen her ganz gut erwischt im FM, weil er halt technisch auch in echt nicht der Stärkste ist, aber dafür halt einfach körperlich richtig gut. So, wer ist denn alles beim Nationalteam? Bamba, Sané. Ja, eigentlich könnte man da wirklich ein Testspiel machen. Wir haben dann zwar keinen Stürmer. Kann man den Yilmaz spielen lassen? Terminplan. Ich kann ja nur den 9. nehmen. Spielen wir halt gegen Würzburger Kickers. Das ist ganz interessant. Drittligist. Da ist halt nur die Frage, wie wir da spielen werden, weil wir haben keinen Stürmer mehr dabei. Nämlich wirklich keinen im Kader, so wie es aussieht. Können dann natürlich die Probespieler hier mitnehmen. Lenny Borges können wir mitnehmen, aber wir haben tatsächlich keinen Spieler, der... Ich meine, Yilmaz ja. Problem ist nur, der ist eigentlich für die U19 abgestellt am gleichen Tag, aber dann werde ich ihn, glaube ich, fürs Testspiel nehmen. Das heißt, dieses Mal darf er bei der U19 nicht spielen. Hoffmann fällt verletzt aus, 1 bis 3 Tage. Was jetzt nicht tragisch ist, weil den wollte ich jetzt eigentlich sowieso auch da nicht spielen lassen. Dann machen wir den Test einfach auch. Vielleicht können wir uns da den ein oder anderen Probespieler auch noch anschauen in der Partie.
um dann einfach zu sehen, ob da vielleicht jemand in Frage kommt. Weil wir haben, ich glaube, 130.000 Gehaltsbudget oder so. Also, da wird sich kaum jemand ausgehen. Gambia. Nationalmannschaftsdebüt. Sehr schön. Und er hat auch bei seinem Debüt gleich getroffen. Das ist natürlich top. So, für die U19 nicht verfügbar. Berzel, weil er verletzt ist. Und Yilmaz. Den Rest mache ich mal verfügbar. Ich weiß ja nicht, ob sich das rechtzeitig ausgeht. So, den scouten wir noch weiter. Boscherolo hat 3 Tore erzielt beim 1:3 für die türkische U19. Das ist auch richtig stark. So, hier tauschen wir. Dann darf Yilmaz stürmen als nehmen wir Stoßstürmer. Kasali nehmen wir mit. Und wer bleibt da noch über? Der Aliou Traoré, noch ein Probespieler. Den David Raum, dem gebe ich noch ein bisschen Zeit. Und der Rest ist, glaube ich, okay. Querosch werden wir spielen lassen. Und Borges vielleicht auch für Ludewig. Und dann machen wir das Testspiel jetzt auch noch. Das heißt, wir werden den Part wahrscheinlich ein bisschen überziehen. Ich werde schauen, dass wir relativ schnell jetzt durchs Testspiel kommen. Und ja, mit der Mannschaft sollten wir den Test auf jeden Fall gewinnen, auch wenn Würzburg jetzt als Drittligist nicht so schlecht ist und man hat auch gesehen, wie sehr wir uns gegen einen Drittligisten plagen können. Siehe die Partie gegen Kaiserslautern. Gegen einen 4-1-4-1, das heißt sehr defensiv. Gehen wir auf kontrolliert. Da tut sich nicht viel. Gehen wir mal mehr fordern. Vielleicht jetzt die Chance Hiller. Im letzten Spiel haben wir auch sehr, sehr viele Chancen durch einen Abstoß von uns begonnen. Lenny Borges, der hat viel Platz, zieht rechts durch. Bukhari, wieder Borges. Und da ist Mattsson. Kein guter Versuch. Und das war die beste Chance bisher in dem Spiel. Das sagt einiges über das Spiel aus. Daniel Wein mit der Ecke. Nochmal Wein. Staude, wieder Wein. Keine gute Flanke. Super geklärt von Querosch. Unglaublich, weil der war in höchster Not. Borges macht's wieder allein, nimmt Bukhari wieder nicht mit. Jetzt mal. Ne, Mattsson, Yilmaz, der ist super. Was für eine Flanke und Hans-Werner Yilmaz trifft. Also hier in diesem Test richtig gut gemacht. Wiederholung brauchen wir uns, glaube ich, nicht anschauen. Aber damit jetzt verdient die Führung für unsere Mannschaft. Also Rigo, Mitrovic, Karpus, da werden wir schon noch einige reinbringen. Barilla könnten wir uns auch mal anschauen. Also wie lange es dauert, bis da ein Spieler von uns in den Zweikampf kommt, ist auch heftig. Gut von Bukhari. Boah, der Kopfball von Staude war gut. Also so eine Wucht musst du mal reinbringen. Ich hoffe, dass Staude jetzt seine Chance nutzt. Weil den werden wir jetzt öfter mal spielen lassen, nachdem ja Magnus Mattsson noch nicht so gut funktioniert bei uns. Passt das ganz gut, denke ich.
Weiter so, gefällt mir so. Casali lassen wir draußen. Da ist mir wichtiger, dass Hiller spielt. Ludwig und Lavallee lassen wir draußen. Ich würde sagen, im Moment werden wir die sowieso spielen lassen noch. Die einzige Frage ist, wer von denen ist der interessanteste? Rémy Bossier. Finde ich jetzt nicht so uninteressant. Sujic. Der ist vom Alter her ein bisschen spannender mit seinen 26 Jahren. Aliou Traoré haben wir uns schon angeschaut. Und dann fehlt noch der hier. Danilo Boulevardie. Aber ich finde den eigentlich jetzt nicht so uninteressant. Könnte man sich überlegen, ob der irgendwie Sinn macht. Ich werde jetzt im Moment noch nichts wechseln. Wir wechseln dann in der 60. oder so durch. Bukari klärt. Bader haben sie geschlafen. Defensiv Hiller kann ihn nochmal abwehren, aber der war richtig gut gespielt. Das muss man neidvoll anerkennen. Ferosch klärt. Der sieht so aus, als hätte er keine Handschuhe an. Ein Jerzy Dudek im Tor. So, Mattsson, guter Pass, Staude. Pressel. Bukari. Borges, keine gute Flanke. Senkbeil passt auf. Bukari mit dem Versuch, der war gar nicht schlecht. Knapp daneben. So, also ich werde dann den Faria bringen, ich werde den Kapus bringen, den Mitrovic bringen und den Rigo bringen. Da werden wir schon ordentlich durchwechseln jetzt also. Ich bringe den Kapus links außen für Staude, damit er da nach innen ziehen kann. Ich finde, das passt zu seinen Fähigkeiten ganz gut. Wobei Bukari da auch ganz spannend wäre. Und das schon ein bisschen besser kann. Aber machen wir mal so. Bossier bringen wir auf. Nein, bringen wir nicht. Da bringen wir den Mitrovic. Dann den Dante Rigo für Dressel. Den Faria auf die 10. Und ich würde sagen, das reicht dann eigentlich. Den Rest lasse ich draußen. Das heißt, die Probespiele werden wir uns nicht genauer anschauen. Und ja, auch Lavallee und Ludewig sollen die Pause kriegen. Aber ich kann für den Senkbeil noch den Lavallee bringen. Dann hat Senkbeil auch nicht durchgespielt. Macht vielleicht auch Sinn. Dann versuchen wir sie nochmal anzufeuern. Das geht aber nie gut. Ein 1-0 mit unserer B11 gegen einen Drittligisten ist auch nicht optimal. Aber wenigstens verletzt sich niemand, zumindest im Moment. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verschrien. Hartheits auf Kapus. Ich bin so gespannt auf Mitrovics Entwicklung. Boah, der war richtig gut. Kapus war im Abseits, aber scharfe, gute Flanke in die Mitte. Und das war's. Wir gewinnen also den Test gegen die Würzburger Kickers mit 1-0. War, denke ich, ein verdienter Sieg. Können wir sie mal loben, ganz wichtig für die Moral. Auch wenn es jetzt äußerst unspektakulär war. Jetzt haben wir dann im nächsten Part das Duell mit Stuttgart, dann auch das Duell mit Dortmund und englische Woche Köln, Bremen. Wird schon ganz interessant, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich sage für den Moment vielen, vielen Dank fürs
Daniel Wein möchte einen neuen Vertrag. Vertrag läuft aus. 200.000 ist wirklich weniger. Wir haben momentan das Geld nicht. Ich rede mal mit ihm. Allein, dass ich mich bemüht habe, das zu klären, freut ihn. Das ist schön. Daniel Wein, du bist ein cooler Typ. Und ja, ihr seid natürlich auch coole Typen. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part mit dem Duell gegen Stuttgart wieder. Danke, bis bald. Ciao.